Liebe Leute, heute stöße ich mich jetzt mal. Okay, so meins war es jetzt eigentlich nicht gemeint. Nicht er stürzt sich irgendwo in den Tod. Ich meine, heute stürze ich mich mal auf Set 7582. Das bereite ich jetzt mal gerade vor fürs nächste Video. Das Set scheint ja auch immer noch weiterhin beliebt zu sein. Und ich selber wollte gerade ein paar 100 erste Grundtruppen selber haben. Ich habe das Set zwar vor einem Jahr selber gekauft, aber ja, 4 Stück reichen ja nicht. Das müssen schon Minimum 12 sein. Auf jeden Fall werde ich mal dieses Set jetzt hier im Original mal aufbauen fürs Review. Und dann werde ich dann noch irgendwann morgen oder übermorgen das hier nochmal im Alternative Build nochmal aufbauen. Ja, also mit einem verkleinerten AT-RT, weil dieser hier ist einfach viel zu groß. Der ist jetzt nicht so wirklich im Minifigurenmaßstab. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie dann der Alternative Build von dem AT-RT dann aussehen wird. Im Vergleich zum Originalen, da mache ich das, lasse ich das Ganze auch dann auch natürlich vergleichen. Und ja, soweit mal dazu. Da ich mir natürlich jetzt gerade eine Klonarmee oder halt jetzt davon ein paar Sets sammle, müssen die Leute hier natürlich Platz machen, beziehungsweise Platz schaffen. Ja, für die Leute. Und da habe ich natürlich schon einen guten Platz gefunden. Und zwar hier, würde ich mal sagen. Habe ich mir mal neu die Lichter, die LED-Ketten hier drauf geklebt und ja, dass die Truppen dann oder halt die Minifiguren dann einfach dann ganz vorne wie die hier angereiht sind, dass da schönes Licht drauf scheint, in Szene setzt. Genau, so habe ich mir mal zumindest mal gedacht. Ich hoffe mal, dass da alle Platz haben, weil die von den Rebellen habe ich auch noch ein paar. Die müssten dann ungefähr irgendwo hier halt da drauf kommen. Ja, es wird schon seinen Platz irgendwo haben. Zu dem Y-Wing kommt dann auf jeden Fall auch noch ein Review-Video, weil ja, ich habe es einfach echt gemocht und mag es immer noch. So. Das fehlt noch was. Gut. Hier haben wir kurz die Anleitung. Sind wie viele Seiten? 77 ungefähr. 77 Seiten und zwei Tüten. Sicher, dass noch zwei. Oh, Sticker. Sicher noch zwei Tüten. Gab's da nicht mehr? Waren tatsächlich noch zwei Tüten. Ja, genau, zwei Tüten, alles klar. Einen für den Barkspeeder, glaube ich, war es, und einen für den AT-RT. Genau. Dann mal ran an die Sache. So, das erste Tütchen ist jetzt fertig. Und das war auch eben der Barkspeeder in einer Tüte. So sieht das Ganze aus. Ich finde den von der Länge her ein bisschen zu lang. Könnte man ein bisschen verkürzen. Aber ansonsten finde ich das auch optisch also an sich sehr schön. Und genau, die Figuren waren dann zwei von den 500 ersten drin und zwei Druiden. Ganz normaler B1. Und von den Sticker natürlich, gehören da eigentlich als Sticker drauf, aber die mache ich jetzt noch nicht drauf. Beziehungsweise mache ich die jetzt eigentlich gar nicht drauf. Ja, dann geht es jetzt weiter mit Tüte 2. Okay, jetzt sind wir fertig. Tüte 2 ausgepackt, fertig gebaut und es ist eben den. Der AT-RT. Und so sieht das Ganze aus. Und wie man eben schon sieht, oder wenn man den AT-RT kennt, dann ist er nicht sonderlich hoch und auch oben am Körper jetzt nicht so wirklich fett. Hier zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, wegen der Größe merkt man, also sieht man auch schon, der ist schon viel zu hoch. Deswegen muss ich da gucken, mal auf YouTube ein paar Alternative Builds von dem Gefährt und da gab es auch schon eine kleinere Version, die mache ich dann mit der zweiten Packung hier. Genau. Und das war es auch schon mit dem ganzen Set.
22 Euro auf Amazon, auch bei anderen Händlern. Und man sieht ja jetzt auch hier, warum das Set auch nach wie vor beliebt ist und warum das Set nach wie vor auch immer noch im Sortiment drin ist. Eben weil es einfach für den Preis einige Minifiguren dazu gibt. 4 Stück von den Klon plus 2 B1 Kampfdroiden. Dazu noch von den 4 ist hier einer davon so ein Jetpack-Trooper. Also, ja. Damit lässt sich eine gute 501. Armee aufbauen und die sind ja auch ziemlich gefragt gewesen. Nicht dazu auch noch zu vergessen ist eben auch die verschiedenen Alternative Builds, die es damit gibt. Optimal, da gibt es einen Republic Fighter Tank in 501. Version, also das halt eben alles blau ist natürlich. Es gibt einen AT-TE davon, es gibt einen Gunship davon, genau. Dann soll es noch einen Klon Turbo Tank mal bald oder demnächst geben. Oder es, ja, Barrikaden, verschiedene Barrikaden mit ein paar kleinere AT-RTs dazu. Also es gibt schon echt einige hübsche Mocs, die andere Leute dazu die Teile benutzt haben, nur aus dem einen Set. Und das macht es auch eben auch aus und deswegen verkauft es eben auch gut, dass man aus den Teilen von dem Set echt gute neue Dinge weiter bauen kann, verändern kann. Und das ist eben eines der Gründe, warum dieses Set sich so gut verkauft hat und immer noch tut. Das, was halt einfach immer persönlich stört, das sind diese billigen, ekligen Stadtshooter hier da. Das sieht überhaupt nichts ansehnlich aus. Das hier vorne muss auf jeden Fall wesentlich länger sein. Das Geschoss, das ist niemals so kurz. Und wie gesagt, der Speeder eben wächst der Länge, dass das ein bisschen kürzer sein sollte, der ein bisschen kürzer sein sollte. Aber ja, das werde ich dann im zweiten Set dann vornehmen und dann werden wir das Ganze dann im Review-Video im Vergleich dann mal sehen. Und ja, sag ich mal, vielen Dank und bis dahin. So, ich habe jetzt mal ein paar Figuren mal oben jetzt draufgelegt. Und zwar ist dann daraus ja, entstanden, was halt so ging. Habe ich mal ansatzweise hier so eine Platte mal draufgelegt, um zu gucken, wie es so aussehen könnte, ob das auch so passt. Würde ich auch, denke ich mal, weiter so dann fortführen, und zwar hier dann eben entlang. Ja, also ich finde schon, dass es definitiv was hermacht. Also jede einzelne Figur halt hier einzeln so drauf und ja, so unwichtig, ja, nicht unwichtig, aber die, wo es halt schon doppelt gibt oder wo es sich nicht lohnt oder sich nicht zu viel habt, die jetzt in Tüten zu legen, kommen dann halt hier hinten rein. Und ja, macht schon was her, finde ich. Das Ganze kann man dann nochmal kurz in Orange schon mal betrachten. Ist ganz gut.